Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Map vom Invasion DLC von Call of Duty Ghosts. Wir spielen jetzt auf der Map Favela, Abschuss bestätigt. Gut, Abschuss bestätigt gab es damals in MW2 noch nicht und ich weiß jetzt auch, wie die Map, wie das Remake von Favela heißt. Und zwar Favela, ja, heißt es wohl so, ich weiß nicht, ich kann nicht, weiß ich nicht, was das für eine Sprache ist überhaupt. Aber wahrscheinlich heißt es dann irgendwie so Innenstadt oder Vorort oder irgendwie sowas. Ja, ganz bestimmt. So, mal schauen, ob es genauso gut läuft wie auf der vorigen Map Departed. In der Reihenfolge hochgeladen, wie ich es gerade spiele. Ja. Bin sehr gespannt. Wird natürlich wieder live kommentiert. Wir sind die Ghost oder die Föderation. Mal schauen. Hoffentlich erkenne ich ein paar Sachen wieder. Und ich bin Abschuss bestätigt. Genau, danke. Vielen Dank, dass du mir das vorgesagt hast. So, das erkenne ich auf jeden Fall schon wieder. Dieses Haus hier, wo man aus dem Fenster schauen konnte und schießen. Und da auf der Seite das Haus, wo man raufgehen konnte und auch von oben schießen. Okay. So, die werden vielleicht von da oben kommen. Dann stelle ich mich gleich mal hier rauf. Aktiviere unser tolles, schickes Zielfernrohr. Da oben ist einer. Ich schieße auf daneben, habe sogar einen Assist gemacht, keine Ahnung, wie der den treffen konnte hier. So, dann campen wir mal ein bisschen, beginnen wir den Part mit campen. Natürlich eh nicht so lang. Okay, ich gehe ja schon raus. So, da hinten haben wir noch einen Koffer, den können wir uns gleich holen von mir aus. So, wir haben einen Abschuss verwehrt und wir müssen zwei Abschüsse geduckt machen. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Da hat er uns schon gesehen, aus irgendeinem Grund. Das erkenne ich auch alles. Okay. Ist im Prinzip die alte Map. Nur einigen kleinen Änderungen von den Texturen und so weiter. Also hiermit meine ich jetzt nicht Qualitätsänderung der Texturen, sondern einfach nur andere, ein bisschen, ups, das wollte ich gar nicht. Man muss nämlich ein bisschen schon gezielt haben, damit man, dann bin ich schlecht hier irgendwie. Ach ja. So. Ich wette, hier kommt gleich einer. Ich versuche mal irgendwie hinzurennen und zu schauen, ob ich hier frei rumrennen kann, ohne abgeballert zu werden. Ich habe dir mal geholfen, Kumpel. Ohne mich hättest du nicht abmessen können. Ich war sicher verwirrt, wie ich einen abgeschossen habe. Genau, so wie ich jetzt verwirrt bin. So, macht man das nämlich. Achso, ich muss ja auch irgendwie einsammeln, ne? Hast vergessen. Das war der Hund. Der ist jetzt tot wahrscheinlich. Ist hier oben jemand? Nein. So, dann haben wir nochmal den Führenden erwischt. Gut gemacht. Wollte ich eine Marke einsammeln. Ja, das ist super. Gut gemacht. Okay. Verbündeter Helikopterpilot aktiv. Das auch noch. Roger. So. Oh. So, dann will ich hier hinten auch einmal hingehen. Vielleicht einige Gegner zu finden sein. Hier ein Toter. Zum Glück bin ich nicht zu früh losgerannt. So, das erkenne ich natürlich auch alles wieder. Gut, na, in der Umgebung hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Gut so. War eine coole Map. Keine Gegner? Wo sind die? Steht hier gleich wieder einer vor mir. Das sehe ich schon. Kommen. Da oben zum Beispiel. So, den habe ich. Jetzt habe ich aber Angst und renne einfach hier hin. So, klappt das wieder zu. Dass ich mich ein bisschen schneller bewegen kann. Okay, ich weiß nicht wirklich, ob ich schneller bin. Ich habe auf jeden Fall die Marke. Hüpfe irgendwie schief. Ich wollte eigentlich hochklettern. So, ich hasse die Stelle. Ich mag die Stelle hier nicht, wo ich jetzt gerade bin. Sieht mir etwas gegnerverseucht aus. Was ist das? Und welche Raketen fliegen auf verbündete Spieler?
sehe ich nicht so gern. Das aktivieren wir mal. Ah, da steht einer drinnen. Da steht da drinnen. Ach so. Was? Okay. Behinderte Spieler können ruhig von Haus zu Haus springen. Soll mir recht sein. Das ist ein ungeschütztes Ziel da unten, meine ich. So. Sorry, wenn ich manchmal irgendwie so planlos einfach durch die Gegend schieße. Ich kann nicht zielen. That's why. Okay. Danke fürs Abballern. Oder für die Blendgranaten. Wo können die denn reinkommen? Nur von da, oder? Okay. Ich gehe dann mal. Satcom-Verbindung aktiv. Oh. Hä? Das war ich? Aber ich kann nicht hinter. Okay, ich glaube, von hier oben könnte ich auch irgendwo anders hinspringen, wenn ich mich recht erinnere. Da oben war, glaube ich, eher einer angezeigt, auf jeden Fall. So, hier kann ich auf jeden Fall rauf. Schalte ihn dann See. Verbündeter Heinzelmannflug. Ich werde bestimmt gleich sterben. Das ist mir wert, hier oben rumzugehen. Mist, ich wollte den Rahmen. Ist gerade draufgeklettert und glaubt, er kann mich da von oben vertreiben. Feindliches Satcom gesichtet. Das ist natürlich ganz toll. Schon wieder? Oh, lass mich da weg. Verbündete Satcom aktiv. Was ist jetzt? Was ist? Das war seine Granate, okay. So, schauen wir, ob der noch drinnen ist. Also, der war ja da drin vorher, oder? Wow. Was war das? Verbündete Satcom aktiv. Ah, hier. Ach ja. Sticht aber leider immer noch immer wieder leicht raus, dass es doch Ghosts ist und nicht mehr MW2. Feindliche Satcom gesichtet. Gut gemacht. Achso, das war mein Kollege. Achso, du musst erst raufklettern, ganz toll. Jetzt der Gegner, der ist, hallo. Sind wir da oben drinnen, oder? Nein, das war nur ich, sondern meine Leiche, die hier noch rumgelegen ist. Hallo, wo bin ich? Achso. Ja, ich kenne mich auf jeden Fall noch ganz genau aus mit der Map. Ist der da oben, willst du schauen? Verbündete Satcom aktiv. Der war da oben. Und zwar hier. So. Abschluss bestätigt. Haben wir erledigt. Den Kollegen. Das Klo hier auf der Seite gibt es auch noch immer. Okay, ich dachte, da habe ich vielleicht nach oder so. Hm. Feindliche Satcom gesichtet. Ja, war ich zu unvorsichtig. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. So, hier ist ja diese Stelle, wo man sich hier verstecken kann. Jetzt auch noch immer. Stecke ich mich mal ganz kurz. Dann gehe ich vielleicht mal hier von der Seite. Was ich hier schaffe. Ich gleich niedergeballert werde. Verbündete Satcom aktiv. Schauen kann man ja mal, aber wenn da nichts ist, gibt es wenig Sinn. So, jetzt kann ich hier mal drauf ballern. Hier komme ich auch rauf aufs Fenster. Oder auch nicht. Was bringt sich das dann? Ah, kommt eh rauf. Glück im Unglück. So, da kann man irgendwie nichts machen.
so Angst haben. So, den Hund hätten wir vielleicht erledigen können. Aber ich wollte jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wir sind am Gewinnen, unglaublich. Was ist denn mit ihm? Der da jetzt noch raus oder hat er da... Das habe ich mir schon gedacht, dass ich ja da einen gesehen habe. So, ich versuche mich hier nochmal zu retten. Bin ja auch nicht für diese Dachkämpfe gemacht. Muss ich sagen, und zu dem da oben will ich auch nicht gehen. Die Zeit wird knapp. Wo der jetzt herkommen ist, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir stelle. Marke holt er, das ist gut. Das passt. Achtung, feindliche Vorräte. Ob ich hier raufkomme? Ich glaube nicht. Aber ich warte einfach, bis der da runterkommt. Super. Gut gemacht. Meldet euch zur Einsatz. Habe ich sogar einen der letzten Abschüsse gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Abschüsse zählt oder... Jo. Naja. Meine Zielgenauigkeit hapert es noch ein bisschen. Aber ja, ich tue mein Bestes, ne? Was eigentlich schlecht wäre. So drüber nachdenken. Na gut, das war auf jeden Fall Villa in Ghosts geremaked. Mal schauen, entweder spielen wir jetzt auf diesem Geisterschiff hier unten, auf Mutiny, keine Ahnung, wie auch immer, oder wieder auf Departed, dann werde ich das mal, dann werde ich das eine Runde alleine spielen müssen. Aber es kommt sowieso dieses coole, gruselige Geisterschiff. Und das seht ihr dann im nächsten Teil meiner Reihe, zeigt die neuen Maps von Invasion Map Pack her. Also dann, bis dahin, macht's gut. Euer Marc, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.